Gut eine Woche bin ich jetzt im neuen Selbstexperiment Grid Trading am Start. Die ersten Trades wurden erfolgreich ausgeführt und auf wie viel Profit sich das bisher komplett summiert, sowie natürlich die neu angelegten Trades und weiterhin auch der Ausblick in die Zukunft. All das wie immer nach dem Intro. Zurück auf der Plattform Prime XBT, wo ich dieses Experiment ja durchführe. Hier sind wir schon in der Handelsansicht und sehen, dass wir zurzeit nur noch mit einem Trade aktiv sind, nämlich mit einem Kauf bei 17.071, der dann entsprechend, ich glaube, bei 17.300, um es glatt zu machen, verkauft wird. Ansonsten, wenn wir uns hier einmal die Handelsgeschichte anschauen, siehst du schon, dass alle Trades, die entsprechend ihre Limit-Ordern gerissen und ausgeführt haben, auch schon wieder mit Profit verkauft wurden. Wir haben hier also insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal den Kauf und demgegenüber stehen 7 Verkäufe, sodass also nur noch der eine Trade aktiv ist, den du gerade schon im Diagramm sehen konntest. Wir starten jetzt rein und legen neue Grids an. Aktuell ist es ja so, dass wir, wenn wir hier wieder auf den Handel gehen, eben bei 17.071 gekauft haben und bei 17.300 verkaufen würden. Aktuell befinden wir uns hier bei 16.985 und deshalb werde ich jetzt direkt auch mit einer Market Order wieder reinstarten, um einen zweiten Trade hier zu aktivieren. Das heißt, wir klicken hier einmal auf Kaufen und werden also zum Marktpreis kaufen. Betrag wie immer 0,05 Bitcoin und dann wollen wir hier direkt den Take Profit aktivieren und zwar in diesem Fall, wenn wir eben bei ungefähr 17.000 kaufen, dann würden wir doch gerne bei 17.200 verkaufen, denn die Grid Size, die lasse ich wie immer aktuell noch konstant bei 200 Entwicklung des Bitcoin-Preises. Wir klicken hier auf Auftrag absenden, bestätigen das Ganze und jetzt legen wir noch 3 zusätzliche Grids nach unten an. Hier sind wir jetzt also circa bei 17.000 eingestiegen, verkaufen also bei 17.2, das heißt unsere nächste Order wäre natürlich wieder eine Limit-Order, die bei einem Fall unterhalb von 16.800 greift. Und wir wollen den Profit mitnehmen, sobald wir dann wieder die 17.000er-Marke sehen. Auftrag absenden, bestätigen das Ganze und machen direkt weiter. Erneut eine Limit-Order. Jetzt natürlich 16.600. Und erneut der Take Profit für den heutigen Handelstag. Selbst wenn diese Order verfällt, richte ich das Ganze nichtsdestotrotz Tag für Tag immer neu ein, um hier gegebenenfalls kleine Anpassungen vorzunehmen. Den verkaufen wir bei 16.8. Klicken hier wieder auf Absenden. Und dann wollen wir noch einen zusätzlichen Grid nach unten hinzufügen. Und der greift natürlich dann bei einem Limitpreis von 16.4. Und wir wollen den Profit wieder auf einer Stufe von 200 höher realisieren, sprich bei 16.600. Auftrag absenden. Und dann denke ich, sind wir für den heutigen Tag soweit gut aufgestellt mit einer Market Order und 3 weiteren Grids nach unten. Bester Fall natürlich rein für den heutigen Tag wäre, dass wir eben unter unser unterstes Limit, sprich 16.400, abfallen, um alle Aufträge zu aktivieren und dann hier wieder die höchste Marke sehen, die praktisch unseren höchsten Limit-Auftrag verkauft. In diesem Fall der 17.071-Auftrag, der würde bei 17.300 verkauft und dann hätten wir also insgesamt 5 Aufträge, die an einem Tag mit zweistelligen Profit in Dollar oder Euro gesprochen abgewickelt würden. Wir gehen noch einmal rein in die Excel, wo ich dir das Ganze etwas übersichtlicher zum aktuellen Zeitpunkt zusammengefasst habe. Am 29.11., also knapp vor einer Woche, wurde hier mein erster Auftrag ausgeführt. Und zwar bin ich da zum Marktpreis eingestiegen mit 16.603. Das war mein allererster Auftrag, aber der erste Verkauf war natürlich der Grid, der hier nach unten gerissen ist mit 16.196 und dann entsprechend bei 16.417 verkauft. Also in all diesen Sell-to-Buy-Prices liegt eine Differenz von mindestens 200 und jeweils mit einer Order-Size von 0,05 Bitcoin, genauso wie wir das eben gerade eingerichtet haben.
und eine Kommission von 0,00025 Bitcoin. Und der Profit errechnet sich dann immer wie folgt, nämlich der Unterschied im Sell-to-Buy-Price von ca. 200 multipliziert mit unserer Order-Size und subtrahiert werden dann noch die Kommission mit dem jeweiligen Sell-Preis, sodass das Ganze dann hier zu jeweils einem Profit rund um die 10-Euro-Marke führt. Und ich kann dir das Ganze hier auch direkt einmal aktivieren. Dann siehst du die tatsächlichen Profite. Und wir haben hier eben 7 Aufträge, jeweils mit einem Profit von ca. 10 bis 12 Euro. Und hier 2 Aufträge, wo ich einmal mit etwas weniger als 200 verkauft habe, einfach weil ich diesen hier als ca. 16.800 betrachtet habe und dann meine Grid-Size also auf 17.000 bzw. meinen Verkaufspreis auf 17.000 gesetzt habe und hier auch einmal 16.949 zu 17.150, also genau diese 200 und abzüglich der Kommission landen wir dann hier auch knapp unterhalb der 10-Euro-Marke. Dann, wenn wir den Profit einmal aufsummieren, dann kommen wir, ich denke, das dürfte jetzt nicht mehr sehr überraschen, auf einen Profit von ca. 70 Euro bei 7 abgelösten Aufträgen. Und das entspricht ungefähr der Anzahl an Tagen, die ich im Experiment dabei bin. Und ich denke, damit kann ich sehr, sehr zufrieden sein. 70 Euro in circa einer Woche. Das wären also 250 bis 300 Euro rein Profit im ersten Monat, sodass ich also bei aktueller Taktik, sollte ich diese nicht mehr abändern, in circa 4 Monaten meinen Einsatz komplett ausgezahlt hätte und dann also nur noch mit profitablem Geld oder mit Geld, wo sozusagen meine Sicherheit schon abgezogen ist, weiterspiele. Und damit das auch so bleibt, handhabe ich es ja so, dass ich die aktuellen Profite auch wirklich aus dem Margin-Handel abziehe. Ich habe mir hier das Limit 0,06 Bitcoin gesetzt. Alles, was oberhalb von 0,06 Bitcoin letztlich noch auf meinem Margin-Konto liegt, werde ich dann immer Woche für Woche abziehen, sodass ich damit also etwas Risiko aus dem Spiel nehme, was dann natürlich zur Folge hat, dass mein Liquidationspreis natürlich wieder etwas steigt, ich mich also etwas mehr Risiko dahingehend aussetze, aber dieses Geld, was ich dann rein auf mein normales Konto transferiere, auch wirklich aus dem Spiel genommen wird und keinerlei Risiko mehr unterliegt, komplett verloren zu gehen. Soweit also der aktuelle Stand der Dinge. Im Laufe der Woche werde ich natürlich wieder Tag für Tag morgens hier meine Grids einrichten, meine neuen Aufträge anlegen und werde dich dann natürlich weiterhin updaten, wie es aktuell bei mir läuft. Mir ist noch einmal ganz wichtig zu erwähnen, dass das hier natürlich keine Handelsempfehlung ist. Ich betrachte dieses Selbstexperiment hier auch ein bisschen als eigenes Tagebuch, wo ich dich gerne mitnehmen möchte, wenn du interessiert bist. Aber natürlich, falls du dich selber dazu entscheiden solltest, in den Handel einzusteigen, dann immer eigene Research betreiben und wirklich sicher sein, wissen, woran man hier genau investiert. So, also der aktuelle Stand der Dinge. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video und dann werde ich dir natürlich ein weiteres Update geben. Bis dahin, ciao.